Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Mirage. Ja, ich will irgendwie immer Valhalla sagen, ich weiß nicht warum. Ich hab's noch so drin. Das wird natürlich auch irgendwann mal weitergespielt, wenn wir Mirage durch haben. Nur ich bin ganz ehrlich, Valhalla kostet mich so viel Nerven und Zeit, weil es einfach zu lange dauert und wir noch immer nicht mit der Grundstory durch sind. Nach 130 Folgen oder so. Und deswegen, wie gesagt, werde ich erstmal Mirage komplett durchspielen. Endlich wieder ein Teil, ja, den man auch wirklich durchspielen kann. Wieso bin ich eigentlich die ganze Zeit auf den Dächern unterwegs? Ich habe doch gar kein Kopfgeld im Moment. Ich muss mal irgendwie hier runterkommen. Kannst mich mal. So. Kannst mich mal. Okay, das ist sowieso auf der anderen Seite, so wie es aussieht. Jetzt weiß ich aber zumindest, warum der sagt, geh weg. Kanu fahren können wir auch, habe ich übrigens gerade gesehen. Das wäre natürlich cool, dass wir das. Das müssten wir mal ausprobieren, wenn wir können. Hieß das bei dem Typen gar nicht stehlen? Ah, ich hatte gerade gehofft, dass ich da eventuell. Ah, hier ist was. Zu essen finde. Hier durften wir aber noch rein, ne? Nicht mehr Das relativ Symposium sicher. sollte hier stattfinden. Ja, aus der Weisheit Die war es hellsten ja. Köpfe Bagdads teilen ihre Weisheit. Bei den Leuten, die hier rumlaufen, weiß ich nicht, ob da wirklich viel Weisheit drin ist, teilweise. Aber mal schauen. Hallo. Kann ich mit dir nicht reden? Junge. Verzeihung, ich möchte zur Vorlesung des großen Gelehrten. Fasil Fahims Vorlesung über die vorsintflutlichen Vorfahren der Menschheit beginnt bald. Labe dich bis dahin gern an unserer reichen Auswahl vorzüglicher Köstlichkeiten und Erfrischung. Ja. Sieh dich um und finde Gelegenheit. Mal schauen. Wo ist Areb al-Mamunia, die Dichterin? Achso, die soll ich belauschen. Okay. Nein, nicht Attentäter. Hallo? Ich will euch belauschen. Oder muss ich mich dann immer da hinsetzen? Die Dichterin. Ich hatte gehofft, ihre strahlende Präsenz erleben zu dürfen. Man sieht sie so selten außerhalb der runden Stadt. Die Wunderbare ist im Garten und sinnt über die Vollkommenheit der Natur nach. Ach, wäre ich nur eine Blüte in ihren kundigen Händen und Muse für ihre salbenden Verse. Sie wird erleichtert sein, einmal nicht von ihren reichen Gönnern belagert zu werden. Oh, vielleicht führt sie ein aufregendes Doppelleben und schleicht sich aus den Palästen, um Inspiration im einfachen Leben zu finden. Ich bezweifle es. So alle Aladdin quasi. Die Dichterin ruht sich im östlichen Außenhof aus. Im östlichen Hof. Die Frage ist jetzt nur, ist das da, wo die ganzen Wachen sind? Bei meinem Glück natürlich wieder ja. Es sind doch keine Wachen hier, die roten, ne? Kann man mit denen reden? Ja. Ich sagte doch, wir sehen uns. Wohl wahr. Was führt dich wieder her? Ich möchte dir etwas zeigen. Okay. Die führt mich jetzt aber nicht in den Hof, zufälligerweise. Ich krieg doch bestimmt wieder Kopfgeld die wegen der. Alle im Haus der Weisheit sammeln die wildesten Kinkerlitzchen und Geräte. Ich war schon mal hier, Nihal. Das ist Ahmad ibn Musas Werkstatt. Hast du dich da reingeschlichen? Red mit mir. Soll ich jetzt nochmal die Karten lesen? Nee, oder? Ahmad und seine Brüder können wahrlich fantastische Apparate entwickeln. Nicht alle seine Einfälle sind so nützlich, fürchte ich. Guck nicht so selbstzufrieden. Die Welt ist voller Wunder. Guten Tag. Da läuft mir ein Schauer über den Rücken.
als würde ich ein kosmisches Geheimnis lüften. Du liest zu viel über Magie und verlorene Städte unter den Dünen. Und du liest zu wenig. Vielleicht gibt es andere Welten, andere Völker zwischen den Sternen. Unsinn. Nö, ganz so abwegig ist das nicht. Mir fällt übrigens gerade ein, dass ich vergessen habe, die Fertigkeiten hier noch zu machen. Verlangsamt die Zeit, wenn du in der Luft bist. Konzentrationsbalken füllt sich nach jeder Tötung schneller auf. Oh, das wäre natürlich geil. Das heißt aber, da muss ich dann erstmal hier die 3 Punkte für investieren, damit ich das unten dann freischalten kann. Nehme ich mal stark an. So, die Frage ist jetzt nur, warum hat sie mich jetzt hier hingeführt, ne? Will sie mit mir einfach nur da durchgehen? Also nach hinten durch, oder? Weil da ist ja auch noch eine Zielperson. Ach, hier vorne ist auch noch... Sehe schon. Das war das andere Plakat. Erinnert dich das an deine Albträume? Nein. Eher an etwas aus dem Bimaristan. Oder an einen Übungsplan der Verborgenen. Ah ja, lautlose Arten, schnell zu töten. Tod in Sekunden. Ja, hat ungewöhnliche Skizzen gefunden. Hat sie jetzt noch irgendwas gefunden, oder? Kann man das abreißen? Oh, das habe ich schon einmal gesehen. Ist es das, was du mir zeigen wolltest? Ja. Es erinnert mich an das Ding, das wir im Palast fanden. Was ist das? Eine Zeichnung aus einem uralten Buch. Du verschweigst mir doch irgendwas. Du willst nicht wissen, was hinter verschlossenen Türen geschieht. Wieso? Weil du es auch nicht weißt? Weil, wie Darwish sagt, es manchmal besser ist, die Wahrheit hinter den Dingen, die wir tun müssen, nicht zu kennen. Die Wahrheit ist, Basim, dass alles hier ist, direkt vor deinen Augen. Aber du willst es nicht sehen. Es geht um dich. Es ging immer nur um dich seit jener Nacht. Ich habe einen Eid geschworen, mein altes Leben hinter mir zu lassen und dem Pfad der Schatten zu folgen. Vielleicht findest du eines Tages das Licht. Doch bis dahin bleibe ich bei dir, bei jedem einzelnen Schritt, damit du auch ja nicht vergisst, wer du bist. Willst du mir drohen? Das weiß ich nicht. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal zur Dichterin. Wo ist sie jetzt hin? Da hinten. Da ist diese Dichterin, die Tabit liebt, deren Werke sich stets an unerwarteter Stelle finden. Geist der Sand. Hallo. Steuermann der Wüstenschiffe. Aus fernen Landen, bring an unsere Ohren. Von deinen windberührten... Ja? Symmetrie von See und Himmel. Doch nur in deinen Augen treffen sich diese Gefilde. Du kennst mein Werk. Und wer bist du wohl? Ein Freund der Dichtkunst, mehr nicht. Und der Ordnung. Oder besser, des Chaos. Ich kenne nur einen lebenden Dichter, der das Chaos so sehr liebt. Ali ibn Muhammad. Verehrst du seine schlichte Arbeit? Der Wettstreit zwischen euch beiden ist wohl bekannt. Er nährt die Kunst. Ich weiß nicht zu wählen. Höchst diplomatisch. Aber ich lasse mich lieber von diesen lieblichen Blumen inspirieren. Einen guten Tag. Mische dich im Erdgeschoss unter die Menge. Okay. Im Erdgeschoss drin oder draußen? Das ist die Frage. So ein richtiges Ziel in dem Sinne. Zeigen sie mir jetzt nicht an. Ich weiß auch nicht, wo die Menge jetzt ist. Aber ich meine, die haben sich ja alle hier im Hof versammelt, ne? Der Übersetzer. Oh nein.
Du solltest nicht so bald zurückkommen. Ja, ich fürchte mich auch, doch konnte ich meinen Büchern nicht fernbleiben. Ich schätze, man folgt immer seiner Pflicht. Bis bald. An unseren schmackhaften Kleinigkeiten und dem prickelnden Scharfsinn eurer Mitgäste. Entschuldigung, die Vorlesung beginnt bald. Bitte vergnüge dich mit den anderen Gästen, bis der Gong euch ruft. Entschuldigung, die Vorlesung beginnt bald. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Da hinten steht jetzt die Trulla, wenn ich das richtig sehe. Ja, wir sollten ja, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, eigentlich herausfinden. Die Luft ist rein. Ob sie ich dazu kann, falls gehört. Nötig, meine Waffen wieder verwenden. Schließung. Liebe Besucher, leider müssen wir mitteilen, dass die Bibliothek bis auf Weiteres geschlossen bleibt. Bedienstete sind angewiesen, den Eingang im zweiten Stock zu nutzen, der über die Haupthalle erreichbar ist. Okay. Wieso kann er jetzt seine Waffen wieder benutzen? Wieso konnte er das vorher nicht? Ich habe keine Ahnung, aber ich soll mich ja um das Volk mischen. Das ist sie. Haben wir denn hier irgendjemanden, mit dem wir noch reden sollen? Können wir mit ihr nochmal reden? Ja. Können wir den Gong denn vielleicht irgendwie betätigen oder so? Der Sternkundler könnte zu Ihnen gehören. Said, es ist mir eine Ehre, deine Bekanntschaft zu machen. Wie schön, wenn mehr junge Leute das Haus der Weisheit aufsuchen. Glaubst du, der große Gelehrte wird eine gute Vorlesung halten? Vergeude deine Zeit nicht mit seinem Gerede. Ich habe viel praktischere und ergötzliche Bücher geschrieben. Zu welchen Themen? Unter anderem über Sonnenuhren, Astrolabien, Sterne und Planeten, sowie über den Umfang der Erde. Faszinierend, Said. Ich werde deine Bücher lesen. Auf bald. Klingt, als würde die Vorlesung bald beginnen. Ah. Ich sollte zurück zum Kahraman. Endlich. Verzeihung. Wird Fasil Fahims Vorlesung bald beginnen? In der Tat. Geh hinein, wenn ich bitten darf. Willkommen alle miteinander im Haus der Weisheit. Dem Hort des Lernens in Bagdad. Ach, was sage ich? Der gesamten Welt. Ich bin Fasil Fahim Al-Kemsa, oberster Gelehrter des Hauses der Weisheit. Weisester der Weisen. Heute werde ich euch mit etwas erschüttern, das nach unerhörter Blasphemie klingt. Seid unbesorgt. Ich mag alt sein, doch mein Verstand ist noch scharf wie Stahl. Heute spreche ich von Mysterien, von Geschöpfen aus vorsinnflutlicher Zeit. Erzählen nicht die alten Propheten von Riesen vor der Flut, die sich von Allah lossagten und falsche Götzen anbeteten? Doch. Ist es nicht möglich, dass diese Riesen Wunder schufen? Werke mit rätselhaften Kräften, die nun verloren sind? Zahra und Hassan sind tot, gerichtet durch einen Attentäter. Wirklich? Said, bitte versteck dich, bis es wieder sicher ist. Verzeiht, gute Leute, aber die Vorlesung ist beendet. Bitte, erkundet doch stattdessen die vielen Kammern im Haus der Weisheit. Du nennst dich den großen Gelehrten, Fasil. Du verbrennst Bücher und hoffst, dass der Rauch deine Verbrechen vertuscht. Wie viele hast du auf deiner Suche nach Wissen geopfert? Wie viele hast du im Namen der Forschung benutzt, verletzt und weggeworfen? Jetzt versteckst du dich im Haus der Weisheit, das du auf Abwege gebracht hast. Doch ich finde dich und übe Gerechtigkeit für jedes Leben, das du für dein großes Werk zerstört hast. Ja, das heißt dann wohl, ich darf mich wieder durch gefühlt 200 Gegner durchkämpfen.
Töte den großen Gelehrten Fasil, das Oberhaupt des Ordens in Al-Abbasia, trägt den Namen Ar-Rabisu, womit ein Dämon des alten Mesopotamien gemeint ist. Er wurde nun als Fasil al-Kemsa, der große Gelehrte des Hauses der Weisheit, enttarnt. Sei es der unlautere Erwerb kostbarer Bücher oder die Durchführung unheiliger Experimente an Menschen, er ist ein lebendes Beispiel für verdorbenes Wissen. Das große Symposium hat ihn erhöht. Nun ist es an der Zeit zuzuschlagen. Suche nach Informationen zum Aufenthaltsort. Okay. Es ist wahr. Fassel führt den Orden in Al-Abbasia. Ich muss ihn zur Strecke bringen. Geh mir doch mal aus dem Weg. Der alte Schwindler Fassil ist untergetaucht. Ich möchte mich über die Kürze der Vorlesung beschweren. Ich bin überaus enttäuscht. Hast du das Gesicht des Gelehrten gesehen? Es war vor Grauen verzerrt. Er kommt. Wie jemand, dem eine Schwindelbohrung bevorsteht. Ja, das ist ja widerlich. Du sollst auch kein Attentäter werden? Wie aufregend. Was mag den großen Gelehrten so erschreckt haben? Vielleicht ist dem alten Narren eins seiner vorsinnflutlichen Geschöpfe erschienen. Der Mann ist eine Schande. Aber wohin ist er geflohen? Angeblich gibt es unter dem Haus der Weisheit Geheimgänge. Vielleicht steckt er da unten. Ja, ich hörte, wie auch der Dachgärtner solche Gänge erwähnt. Welch farbenfrohes Detail für meine Verse. Der Gelehrte floh durch geheime Stollen vor eingebildeten Göttern, die ihm an die Kehle wollen. Vor uns kann sich nichts verstecken. Da ist ein Schlüssel. Ja, einen Schlüssel wollte er markieren. Den brauchen wir dann offenbar auf jeden Fall. Ach je, da müssen wir wieder nach ganz oben und dann natürlich auch wieder an den gleichen vielen Wachen vorbei. Oh. der ist da oben, aber wie kam ich da jetzt hoch? Das ist jetzt die Frage. Jetzt muss ich mal gucken. Da bin ich, glaube ich, letztes Mal hochgekommen. Ich glaube, da waren jetzt keine Wiederherstellungsarbeiten. Da oben die Wachen, die sind, glaube ich, irgendwo drin. Aber Moment, da hinten ist noch irgendwas, wo mir einer vielleicht sagen könnte. Dun, 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 dun. Hallöchen. Torwächter, lass mich durch. Jene, die vor uns kamen, sind... Was redest du denn da? Jene, die vor uns kamen, sind... Das ist eine Parole. Ich komme auf dich zurück. Ich habe Fassils größtes Werk verlegt. Junge, das ist doch logisch, dass das eine Parole ist. Das solltest selbst du wissen. Okay, was mit ihm? Verzeihung. Ich hörte ein Gerücht über einen versteckten Keller unter dem Haus der Weisheit. Ein versteckter Keller? Soll das ein Scherz sein? Nein, ganz und gar nicht. So ein großes Gebäude hat doch sicher Keller und Untergeschosse, um Bücher und Tinte zu lagern. Ich bin mir keiner solcher Bereiche in diesem Haus bewusst. Münze zur Bestechung anbieten. Bekomme ich dann die Parole? Das ist die Frage. Und nimmt er die Bestechung an oder verrät er mich dann? Ich denke... Bemühe dich nicht. Ich werde mich alleine umsehen. Wie du wünschst. Ich denke eher, dass er mich dann verraten würde, aber ich weiß es nicht. Auf jeden Fall muss ich als erstes mal klären... klären, dass wir den Schlüssel kriegen. Klären, dass die wir den Schlüssel ist rein. Kriegen. Ich kann, falls nötig, meine Waffen wieder verwenden. Da bin ich, glaube ich, hier hochgekommen, oder? Komm. Lalalala.
hier ist doch niemand da. Okay, doch da hinten ist schon wieder der Erste. Ach, das sind wieder diese. Wohl auf der anderen Seite. Hat er was dabei? Oh ja. Und der hat noch das Horn. Moment, das war doch die Sache, wo ich hier runtergehen konnte, ne? Genau. Nein, du sollst da runtergehen. Alter, spring jetzt endlich da runter. Wie dumm kann ein Assassine eigentlich sein, dass man da noch nicht mal die einfachen Dinger runter kann? Weder beim Springen noch beim Loslassen. Einen habe ich. Ja, komm gucken, nicht? Komm gucken. Na gut. Ja, komm gucken. Ich habe keine Zeit heute. Ich muss das ein bisschen schneller machen. Komm, ich brauche nur den Schlüssel hinten in der Ecke. Kommst du auch heute nochmal runter, Junge? Alter, wie dumm sind die programmiert. Anstatt, dass die mal nachgucken. Lalala, ich pfeife hier wie blöde rum. Du bist einfach zu dumm. Nichts? Na gut. Seid wachsam. Wir haben einen ungebetenen Gast. Jetzt komm doch einfach. Wieso kommt der jetzt nicht runter? Im ersten Teil ist das so wunderbar gewesen, dass sie runtergekommen sind. Sofort. Du sollst den tragen. Jetzt mach schon, bevor der wiederkommt. So. Wieso hat der denn jetzt immer noch auf dem Arm? Das war nichts, deswegen guck jetzt endlich mal nach, bitte. Hey, was ist da los? Das Augenpinne? Was hat er gesagt? Oh Gott, ey. Wenigstens funktioniert es mal bei einem. Oh nein, da hinten stehen nur noch genau zwei Stück bei dem Typen. Ist das euer Ernst? Finde Frieden, Krieger. Ja, jetzt stand noch nicht mal eliminieren drin und ich kann es trotzdem. Okay, kein Thema. Besonders nach dem Morgen. Wie tief die Großen gesunken sind. Na komm, komm, komm. Nicht? Doch, doch. Du auch nochmal. Merkwürdig. Komisch, wie die jetzt mal zeigen, aber egal. Nützlich sein. Okay, zumindest den Teil konnten wir jetzt schon mal machen. Sehr schön. Hat ja auch lang genug gedauert. Belausche den verzweifelten Bibliothekar. Der ist auf der anderen Seite gewesen. Guten Tag.
Nee, der steht einfach hier und ist gefangen mitten auf dem Balkon. Der Arme, der kommt hier nicht mehr weg. Wie soll ich denn da reingehen? Aber es sind keine Wachen, ne? Wie bitte? Du hast das Meisterwerk des großen Gelehrten verloren? Es tut mir leid. Ich wurde von der Anwesenheit der berühmten Dichterin Arib abgelenkt. Vergiss die Dichterin! Wir müssen Fassils Buch finden, sonst sind wir beide tot. Klingt wie ein Teil einer Losung. Was ist denn meditieren? Keine Ahnung, was mir das jetzt gebracht hat, aber okay. Bibliotheksansuchen, eine von seinen Büchern. Ja, toll. Jetzt müssen wir auch noch ein Buch suchen, oder was? Wollt ihr mich jetzt hier... Steht aber drin, das soll hier sein, hä? Das heißt dann, wo? Da hinten? Nee, das ist ein Zettel. Das Buch wirkt da fehl am Platze. So hinter einem Pult verkeilt. Eine Geschichte des großen Gelehrten und seiner wunderbaren Reformen für das Haus der Weisheit. Von Fassil Fahim. Ich weiß nicht, ob das das richtige Werk ist. Ja, das kann ich dir nicht sagen, ob das das richtige Werk ist, aber offenbar ist es das nicht. Okay. Was ist das für ein Typ, der da steht? Scheint was zu sein. Dieser Brief erwähnt einen privaten Lesebalkon. Vielleicht hat jemand das Buch mit dorthin genommen. Okay. Der wäre dann wahrscheinlich in die Richtung, nehme ich mal an. Wenn die mir das schon so zeigen. Hey! Hey! Verdammt! Genau, Missgeburt! Reiß dich zusammen! Sofort! Ich setze meine Waffen hier besser nicht ein. So, wir reden jetzt nochmal mit dem einen, versuchen ihn zu bestechen. Ja? Ich hatte nach unterirdischen Orten im Haus der Weisheit gefragt. Was ist damit? Vielleicht hilft ein kleines Zeichen meiner Wertschätzung deiner Erinnerung auf die Sprünge. Sehr großzügig. Morde, Gemetzel und Feuer. Es wird höchste Zeit, dass ich das Haus der Weisheit verlasse. Vater hat ein schönes Teppichgeschäft in Samarra. Er wollte immer, dass ich es weiterführe. Eine kluge Wahl. Nun, gibt es versteckte Keller? Oh ja, natürlich. Bitte verzeih. Jetzt, da du es erwähnst, es gibt eine Luke zum Untergeschoss auf dem nordwestlichen Hof. Danke. Okay, auf dem nordwestlichen Hof. Aber wir haben immer noch das Problem, dass wir halt irgendwo da hinten nicht hinkommen.
mit dem Balkon. Ich versuche es jetzt mal kurz von hier unten aus. Nein, das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Das habe ich unten die ganzen Leute gemacht. Ein beeindruckender Band. Geschrieben von Fasil Fahim. Könnte sein Meisterwerk sein. Der Titel lautet: Jene, die vor uns kamen, sind die, die wiederkehren. Das muss es sein. Genau das. Nein, 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 nicht untertauchen. Das ist die Parole. Die Parole, die brauche ich da unten, so wie es aussieht, oder? Genau. Die Frage ist nur, komme ich hier runter oder sind hier Wachen? Sieht nicht so aus. Ich setze meine Waffen hier besser nicht ein. Nee, solltest du auch nicht. Da ist die Parole. Oh mein Gott. Torwächter! Jene, die vor uns kamen, sind? Sind die, die wiederkehren. Korrekt. Du darfst passieren. Oh mein Gott. Da hinten ist noch was zum Wegschieben. Machen wir das mal als erstes. Oh. Ja, lass los. Hier ist noch was zu lesen. Bringt uns aber gerade nicht weiter. Ich muss leider ein bisschen schneller machen, weil ich nämlich jetzt eigentlich dringend los muss. Ich würde nur gerne den Raum hier zumindest noch mal eben durchgehen. Ich meine, wenn ihr möchtet, könnt ihr natürlich eben pausieren. Und euch das Ganze durchlesen. Sieh dich um und finde Gelegenheiten. Wenn ich sowas schon wieder lese, dann kriege ich schon wieder die Krise. Die Luft ist rein. Ich kann, falls nötig, meine Waffen wieder verwenden. Ja, und es ist natürlich nötig. Da muss ich hier kurz einen kleinen Cut machen. Und dann sehen wir den Rest in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.